Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Kollege Greiner hat ja schon vieles gesagt, was uns heute den ganzen Tag schon umtreibt. Ich kann es nur so definieren, das Kartenhaus der ÖVP bricht krachend in sich zusammen. Also wenn man die heutigen Veröffentlichungen verfolgt, dann sieht man, dass es so einfach nicht mehr weitergeht. Und irgendwann muss man die Frage stellen, Karl, es ist vorbei. Die ÖVP lernt nichts aus den Dingen, die passiert sind. Sie lernt nichts aus den Veröffentlichungen, die es gibt, und sie macht so weiter, wie sie es bisher getan hat. Und ich glaube, irgendwann einmal muss man wirklich damit aufhören, das den Bürgern weiterhin zuzumuten. Genau aufgrund dieser heutigen Veröffentlichungen ist auch klar, warum der Herr Dr. Müller heute erkrankt ist. Auch ich wünsche mir natürlich auf diesem Wege alles Gute und eine gute Besserung. Aber eine Besserung kann vor allem der Herr Finanzminister Brunner jedenfalls verursachen, indem er den Herrn FMA-Chef sofort mit heutiger Wirkung abberuft. Denn all die Dinge, die heute bekannt geworden sind, rechtfertigen das absolut. Und wie gesagt, man muss auch irgendwann mal die Bürger und den Steuerzahler vor dieser ÖVP schützen. Und ja, im Prinzip müsste die ÖVP jetzt mal schon langsam damit beginnen, sich selbst abzuschaffen. Ja, zum heutigen Tag auch ganz klar, wir setzen die Befragung von der Landeshauptfrau Mikl Leitner fort. Kollege Krein hat schon erwähnt, zuletzt war das ja nicht möglich, dass alle Fraktionen entsprechend befragen konnten, weil es einfach nur Störaktionen der, bin schon ganz im Strafrecht drinnen, Verzeihung, weil es nur Störaktionen der ÖVP gegeben hat. Ich habe gestern schon gesagt, ich gehe davon aus, dass auch heute wieder ein Strafverteidiger der ÖVP anwesend sein wird. Der Herr Generalsekretär Stocker würde mich wundern, wenn er nicht kommt, um sich zur Geschäftsordnung zu melden. Aber nichtsdestotrotz, man kann eines klar sagen, die ÖVP hat nichts aus der Vergangenheit gelernt und sie werden heute versuchen, ihr Konzept in dieser Art und Weise fortzusetzen. Was betrifft noch die Frau Landeshauptfrau Mikl-Leitner heute, wir werden weiter über das diffuse Vereinsnetzwerk in Niederösterreich sprechen. Ob es jetzt um die Aktion Schutzengel geht oder ob es um den erst aktuell mir zugespielten Strompreisrabatt geht, ja, wo muss man sich einmal vorstellen, da schickt der Verbund im Namen der Landeshauptfrau Briefe aus und sagt, ja, also ihr Antrag auf den blau-gelben Strompreisrabatt ist genehmigt worden. Das wird dann alles noch von der Landeshauptfrau unterschrieben, dass mitten im Wahlkampf ein Schelm, wer Böses da bedenkt. Wir haben ein paar Exemplare von diesem Brief auch mitgebracht, den können wir uns gerne in Ruhe anschauen. Aber da sieht man, die ÖVP versucht, alle Institutionen des Staates für sich einzuspannen, für sich auszunutzen, und genau das sind die Dinge, die wir heute auch noch hinterfragen werden. Und zum Schluss möchte ich schon noch sagen, auch die Grünen werden heute im Untersuchungsausschuss wieder teilnehmen. Ich bin gespannt, wie lange sie dieser schwarzen Mafia noch den Rücken stärken werden. Irgendwann einmal sollte mit der ganzen Sache Schluss sein. Irgendwann einmal sollte auch der Anstand sich wieder mal ganz deutlich bei den Grünen zu Wort melden. Aber diese Gruppe weiter zu unterstützen und weiter am Leben zu halten, das halte ich für politisch eigentlich sehr, sehr schamlos. Und wie gesagt, die Grünen sollten jetzt rasch eine Kehrtwende einlegen.